Schon jetzt erstrahlt überall die Weihnachtsbeleuchtung. Doch in diesem Jahr können wir uns womöglich über einen echten Weihnachtsstern freuen. Der Komet Ison, ein etwa 1,5 Kilometer großer Eisbrocken, fliegt mit 300 Kilometer pro Sekunde durch unser Sonnensystem. Morgen Abend gegen 20 Uhr kommt er der Sonne besonders nah. Und die Astronomen weltweit halten den Atem an. Wird er an der Strahlkraft zerschellen oder die Kurve kriegen? Wenn ja, wird Ison ein traumhaft schönes Spektakel am Himmel zaubern. Pünktlich zur Weihnachtszeit. Der neue Komet am Himmel heißt Ison und lieferte Ende November imposante Bilder auf seinem Weg Richtung Sonne. Am Donnerstagabend kommt er ihr gefährlich nah. Übersteht er den Vorbeiflug, kann er zum hellsten Himmelsereignis des Dezembers werden. Er besteht aus Eis und Staub, wurde 2012 entdeckt. Circa 1 Kilometer groß. Sein Alter ist nicht bekannt, seine Zukunft ungewiss. Hier kennt man sich aus mit Kometen. Am Europäischen Raumfahrtzentrum ESOC in Darmstadt. Michael Kahn ist Spezialist für die Flugbahnen von Raumschiffen, aber auch von Kometen. Nachts sucht er im Teleskop selbst nach Ison. Er weiß, welchen Weg der nehmen wird. Jetzt kommt der Komet an, praktisch auf einer geraden Linie, etwas unterhalb der Ekliptik parallel und auf die Sonne zu. Kommt dann zur Sonne und dann merkt er die Schwerkraft der Sonne, die reißt ihn rum. Und inzwischen ist die Erde rumgekommen und wir sehen ihn dann praktisch da über uns, über unseren Köpfen fliegen. Aber er zieht uns nicht einen Scheitel nach, sondern er fliegt dann 65 Millionen Kilometer vorbei. Und wir können ihn nachts beobachten und können uns daran erfreuen. Am Donnerstagabend muss er aber erst einmal die Sonne überstehen. Dabei wird er auf 2700 Grad aufgeheizt. Der Komet könnte deshalb zerplatzen. Oder die Schwerkraft lässt ihn in die Sonne stürzen. Überlebt Ison den Vorbeiflug, wird die Hitze sehr viel Material aus ihm herauslösen. Aus der Analyse des Schweifs können die Forscher dann auf die Zusammensetzung des Kerns schließen. Also niemand weiß genau, was jetzt mit dem Kometen passieren wird. Es sind so viele Unbekannte da drin und wir werden es halt beobachten müssen. Es hat Beobachtungen gegeben von ähnlichen Kometen in der Vergangenheit. Einige haben es geschafft, einige haben sich hinterher zerlegt. Das wäre natürlich gut, weil dann das Material, das dann bei der Zerlegung freigesetzt wird, bildet dann einen richtig schönen großen Schweif aus. So wie einst bei einem Kometen im Winter 1680. Seine Bahn war sehr ähnlich zu der von Ison. Sein Schweif bedeckte den halben Himmel. Dieser Komet war der erste überhaupt, der mit einem Teleskop entdeckt wurde. Die Beobachtungsbücher sind noch heute erhalten. Für die Astronomin Caroline Liefke vom Heidelberger Haus der Astronomie sind das einmalige Quellen zum Studium der Kometenbahnen. Man hat natürlich keine Möglichkeit, in die Vergangenheit zurückzublicken. Man muss also, wenn man so etwas herausfinden möchte, wie wo war genau ein bestimmter Komet vor 300, 400 Jahren am Himmel, auf die Aufzeichnungen der damaligen Zeit zurückgehen. Die waren sehr, sehr genau eigentlich. Die Leute haben sehr exakt vermessen, gerade in einer Zeit, wo es eben noch wenige Teleskope gab, Teleskope, die auch häufig noch nicht so besonders gut waren, hat man trotzdem die Positionen von Himmelskörpern recht exakt messen können. Caroline Liefke will sich selbst ein Bild von Ison machen. Mit ganz anderer Technik als 1680. Computergestützte Teleskope und digitale Astronomiekameras stehen heute bereit. Das größte Problem schon damals: Wolken und Wetter im Winter in Mitteleuropa. Astronomische Beobachtung ist da schwierig. Kurz vor Sonnenaufgang, alles ist bereit. Die Position ist genau eingegeben. Die Kamera schussbereit. Doch der Komet zeigt sich nicht, bleibt versteckt hinter Wolken. Andere hatten mehr Glück. Viele Astronomen weltweit haben dieser Tage Ison im Visier. Sie wollen wissen, woher kommen Kometen und woraus bestehen sie. Überhaupt wird für die Kometenforscher das nächste Jahr ein besonderes. Nach 10 Jahren Flug schwenkt im Sommer 2014 die europäische Kometensonde Rosetta in eine Umlaufbahn um den Kometen Churyumov-Gerasimenko ein. Endlich will man einen Kometen ganz aus der Nähe betrachten.
Es ist noch nie passiert, dass ein Komet lange Zeit über aus 1-2 Kilometer Höhe beobachtet wurde. Und dann wird sogar Ende des Jahres eine Sonde abgesetzt. Vielleicht im November 2014 wird eine Sonde abgesetzt. Die wird auf der Oberfläche landen und wird dort bis zu einer Woche funktionieren, vielleicht sogar hoffentlich länger. Damit kann die Oberfläche eines Kometen erstmals direkt analysiert werden. Denn Kometen sind sozusagen fliegende Museen des Sonnensystems. Sie kommen fast unverändert aus den Tiefen, aus der Kälte des Alls. Geraten sie in Sonnennähe, entlassen Kometen die Geheimnisse ihrer Herkunft in Gestalt des Schweifes aus Gas und Staub. Darum sind Forscher auf ISON und die anderen Kometen des Jahres 2014 so gespannt.